Hast du noch ein paar Power-Slugs? Das glaube ich auch eine aufgesammelt. Ja, eine habe ich. Danke. Okay, mein Spieler ist gerade einfach von alleine gegangen. Reinforced Iron Plates. Ich suche mal nach einem See. Vielleicht finde ich solche Pilze. So, gut, dann, Strömchen ist da, dann machen wir uns mal wieder ein paar Wires. Wie lange streamen wir denn schon? Eine Stunde fast? Eine halbe noch vielleicht. Einfach nur, dass ich ein bisschen ein paar Völkchen habe. So, dann Content für YouTube. Muss ich, ja. Produzieren. Live-Let's Play. Wie lange ist eigentlich eine Folge von dir? 30 Minuten. 30? Überall. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt... Es ist so, die meisten Leute, die sich Videos angucken... Ach verdammt. Die meisten, die sich Videos angucken, die 20 Minuten sind, die gehen auch drauf ein, sich Videos ab 30 Minuten anzugucken. Also wenn es wirklich noch Leute sind, die ja noch gerne noch ein Let's Play gucken, dann gucken die meistens eh das Let's Play aus dem Grund, weil sie halt irgendwas zum Nebenbei haben wollen oder mal im Bettchen oder so. Und dann ist eine halbe Stunde eigentlich, finde ich, ziemlich gut gerechtfertigt. Ich habe noch mal eine Concrete-Quelle gefunden. Oder Limestone, je nachdem. Oh Gott. Oh ne. Hilfe. Und deswegen... mach ich halt halbe Stunden Folgen. Ja, bei so einem Let's Play geht es eh relativ gut. Ich mal kurz... Das ist angeschlossen, das auch. Das auch. Und da kommt unser Eisenerz. So. Hier relativ schnell.
Ah. Hab eine gelbe Pauslack gefunden. Können wir halt leider noch. Was? Nee, bin gerade verreckt. Ah, nee. Ich bin zu weit gegangen. So, das Ganze wird jetzt aufgesplittert. Dann produzieren wir hier Iron Ingots. Diese Iron Ingots werden hier weiterverarbeitet zu Iron Rods. Und werden hier weiterverarbeitet zu Screws. Die kommen dann da raus und da rein. Und die Eisenplatten kommen da jetzt auch schön raus. Gut, das heißt, wir produzieren hier schon mal Reinforced Platten. Genau hier produzieren wir schon eine. Perfekt. So. Gut, dann würde ich gern Eisenplatten an sich produzieren. Warum? Geh weg. Oh nee, ich hab die Fliegen getriggert. Nee, Hilfe! Warte mal. Hier wird jetzt übelst blöd. So. So, du produzierst wieder neues Eisen, perfekt. Und das hier kommt dann weg. So, dann würde ich hier gerne was? Splitter bauen. Weg.
So. Eisenplatten. Zack. Was machst du gerade so? Was läuft bei dir? Ich such so einen Pilz. Ein Pilz? Ja, wenn man fast. Ja. Aber den habe ich tatsächlich schon einmal gefunden. Der ist in dem Wald in Richtung des Wassersfall. Irgendwie am Wasser sind die immer. Und ich bin gerade bei einem riesigen See und find da nichts. Das sind nur überall Monster. Meine Maus geht nicht mehr. Hörst du mich noch? Ja. Oh, gut, okay, mein Spiel hat sich nur kurz aufgehangen. Ich speichere mal hier sicherheitshalber nochmal. So. Dann bauen wir da unten hin mal ganz schön eine Eisenplattenproduktion. Smelter, die brauchen wir nämlich auch zur Genüge. Hier so. Dann Constructor. Sind jetzt doch zu weit vorne. Smelter. So. Also manchmal ist das Bauen hier echt ein Krampf. Also manchmal. So. Ich komme mal wieder zurück. Weiter auf den Meilenstein erforschen. Dass man das bei dem Schmelter auswählen muss, ob man Kupferingots oder Iron-Ingots macht, ist ja eigentlich irgendwie unnötig. Wenn man nicht einfach checken, ja, wenn da Eisen reinkommt, dann automatisch smelten. Ja, wenn da, ist ja logisch, da kann ja nur eigentlich eine Sache rein. Bei den anderen ist es ja... Ja, okay. Nee. Man kann man nicht theoretisch auf einem Conveyor-Feld irgendwie zwei Sachen zu haben?
Ja, okay, dann sagt's ja, dann bringt sich auch nicht. Keine Ahnung. Macht keinen Sinn. So. Warte, guck mal hier hoch. Guck mal hier hoch. Auf den Felsen. Na, ne? Zack. Wo? Hinter dir? Oh. Ja, genau. Und jetzt? Ja, I have the high ground. It's over, Anakin. I have the high ground. Zack, guckst du mal hier. Wie schön das Ganze ist hier. Das hat ein... Nee, danke. Egal. Kommen hier keine Iron Plates mehr? So, du hast den Kupfer. Du hast das Kupfer genommen, oder? Die Mine entfernt. Was genau meinst du? Hast du den Kupfermine entfernt? Ja. Hast du noch die Kupfer? Hast du noch Kupferingots in der Personal Chest? Achso. Zack. Guck mal. Ja, ein bisschen. Ich gehe mir jetzt mal so ein Portable Miner bauen, weil dann kann ich damit. Kann ich mir ein. Ein Miner bauen. Den brauchen wir. Zack. Nur ein bisschen mehr Kabel. Okay, jetzt haben wir die Jump Pads. Keine Ahnung, für was man die verwendet. Ja, okay. Nee, eigentlich. Nur als schnelleren Walkway oder so, aber sonst. So, wo ballern wir den jetzt hin? Hier. Hier so, perfekt. Und dann da so rein. Ich glaube, darüber, wo du gerade baust, braucht man gar nichts mehr. Egal. Für die Produktion können wir das eventuell schon verwenden. Vielleicht kommt ja von dort irgendwie Kohle, dann können wir hier Reaktoren hinmachen.
komm mal kurz hierher. Warte. So. Ich komme, wo bist du denn? Du siehst hier eine Plattform, oder? Genau dort. Wo? Hier? Bei mir ist da nämlich keine. Kannst du die mal abbauen? Ist sie weg? Ja. Okay, ist wieder fixt. Keine Ahnung. Das, was ich sehe. Was denn? Ich sehe. Ich sehe hier. Oh. Eine Pause. Ah, okay. Die im Giftgebiet steht. Boah, 2,5. Mhm. Aber ich hab sie. Ein bisschen, was zum. Hast du die Ding abgebaut? Ja. Warte, komm her. Ja, mal mit dem Futtern. Hat da was. Hier. Hinter dir. So, jetzt sind wir wieder schön hochgehealt. Gut, dann produzieren wir jetzt hier Eisen und Eisenplatten. Perfekt. Also hier bekommen wir reine Eisenplatten, hier bekommen wir rein Reinforced Iron Plates. Und blöd, dass jetzt hier eigentlich der Stein ist, ne? Das ist jetzt richtig blöd, obwohl... Hier kann man noch eine Foundation hin. Dann würden eh hier die Öfen sein. Die würden dann hier stehen. Und dann hätte man diesen Platz. Nee, das ist kack. Okay, jetzt brauche ich den Pilz. Jetzt braucht man den Mushroom, um Tier 3 anzufangen. Tier 3. Ich gehe mal wieder. Ich baue es mal ein bisschen um. So. Dann, Production Smelter. Boah, ich glaube, ich bestelle mir heute mal was. Ich glaube, ich bestelle mir heute mal Chinesisch. Ich habe jetzt gerade so Bock auf Chinesen. Und damit meine ich, ich habe Bock auf Chinesisch essen, nicht nen Chinesen essen. Oh Gott. Ah, den kannst du nicht bringen. So. Der Constructor ist immer wieder für den Arsch platziert gewesen. Zack. Auch wieder für den Arsch. Warum platziert denn diese so kacke? Spinne. Gibt's. Das verfolgt mich. Oh Gott.
zu schnell. Wir verfolgen gerade irgendwie drei Spinnen. Ich habe die ausgestellt, weil Spinnen nicht so meins sind. Oh! Okay, die fällt gerade irgendwie runter. Zack. Zack. Iron Ingots. Ich bin Iron Ingots. Ziemlich gearscht. Du produzierst die auch mal und du jetzt reine Iron Rods. So. Und zack. Ich hab gerade Caterium Ore gefunden. Das können wir wirklich verwenden. So. Dann können wir von hier das alles dann ins Lager rüber, was wir beim Wasserfall bauen, transportieren. Haben auch wieder 14 von den Plättchen. Wir eigentlich so ein Bild in der Kiste? Nee, ich hatte einen. Den habe ich gescannt. Und was dann gemacht? Gegessen? Ja, wenn er gescannt ist, dann ist er weg. Oh, wusste ich nicht. Und kein Strom mehr. Ja, ich schließe gerade an. Vielleicht musst du den Strom ein bisschen nachrüsten. Ja, du musst Biofuels suchen, weil nachrüsten musst du nicht wirklich. Wenn du zum Hub gehst, dann siehst du links vom Hub sehr, sehr, sehr viele Generatoren. Die sind halt dann... Oh ne, wieder Spinnen. Die sind halt dann nicht Biofuel irgendwie gefüllt. Das musst du halt dann sammeln. Ich glaube, ich muss mal wieder meinen PC neu starten. So.